Der Alkohol wird in seiner zweiten Lebenshälfte sein ständiger Wegbegleiter. Ich habe mich ja nie einer Therapie ausgesetzt. Ich bin nach 3 Tagen bin ich geflohen. Und so waren eben diese vielen Abstürze immer wieder möglich. Seine Frau ist verzweifelt. Das ständige Auf und Ab zerrt an ihr. Und dann schafft es Harald plötzlich, ganze 3 Jahre trocken zu bleiben. Die Hilfestellung ist eigentlich meine Frau, weil sie seitdem sicherer ist mit mir und weil sie mir sehr viel Kraft zugegeben hat, dadurch, dass sie netter wurde noch, als sie sowieso schon ist. Ja? Doch es hilft nichts. Harald wird rückfällig. Gesundheitlich und beruflich ist es das Aus. Seinen letzten großen Traum kann er sich nicht mehr erfüllen. Am liebsten würde ich auf der Bühne sterben, wie Molière. Also, dass man eine Rolle spielt, stirbt in dem Stück, umfällt, der Vorhang fällt runter, der Direktor geht raus und sagt, nicht, dass Sie irgendetwas anderes von Herrn Juncker denken, er kann sich leider nicht mehr verbeugen, er ist gerade verstorben. Er war der Inbegriff des Sunny Boys und ewigen Stehaufmännchens. Harald Juncke, Berlins berühmter Sohn, Deutschlands letzter großer Entertainer, hatte viele Eigenschaften. Er kommt, es wird los, er bringt die Leute in Stimmung, die Leute interessieren sich für ihn, das ist ja noch wichtiger, als sie in Stimmung zu bringen. Und so eine Figur bin ich, glaube ich, innerhalb der Familie in Deutschland. Der verrückte Onkel Fritz war er auch ab. Ich bin ein Mann für alle Fälle. Schon früh zog es den Sohn eines Berliner Polizisten auf die Bühne. 1953 stand Juncke dann zum ersten Mal vor der Kamera. Über 70 Kinofilme folgten, mit so gut wie allen Größen des deutschen Films. Humor und Clownereien waren nur eine Seite seines Showtalents, der, um sich selbst zu beschreiben, gerne einen Freund zitierte. Für Harald Juncke, dem Lustigsten unter den Traurigen. Wieso? Dem Theater galt zeitlebens Junkes große Leidenschaft. Mit dem Hauptmann von Köpenick konnte er noch einmal groß auftrumpfen. Ich habe ein bisschen Nestverlust, weil es ihn nicht mehr gibt. Aber ich gönne ihm seine Ruhe jetzt und ich freue mich darauf, dass jeder, aber auch jeder jetzt versucht, ihm etwas Nettes nachzusagen. Und das kann man ja auch nur. Ich habe ihn halt irgendwie wirklich, man kann sagen, auf eine Art und Weise auch geliebt. Mit all seinen Eskapaden und so, wie er halt war, und allem, was dazugehört, all seinen Anekdoten und dem ganzen Blödsinn. Denn auch die Schattenseiten gehörten zum Leben von Harald Juncke. Künstlerische und private Durststrecken ließen ihn immer wieder zur Flasche greifen. Ich habe wieder getrunken. Unvergessen seine schauspielerische Leistung in Falladas, der Trinker. Von mir sagt, der ist verloren, dann steh ich auf und beginn wieder von vorn. Umso tragischer sein vorzeitiger Abschied vom Showgeschäft. Geistig verwirrt kam der Demenzkranke ins Pflegeheim. Was? Harald Juncke zwischen Siegerpose und Absturz. So wird der Sinatra-Fan wohl für immer in Erinnerung bleiben. Und noch einmal gehen wir zu Gerd Helbig nach Rom. Die letzten Minuten, Gerd, haben uns beinahe die Gewissheit gegeben, dass das Leben des Papstes in diesen Augenblicken zu Ende geht. Was beobachten Sie auf dem Petersplatz? Was für Nachrichten dringen vielleicht doch aus dem Apostolischen Palast heraus? Ich glaube, ich muss alles machen, was in dem Gewerbe möglich ist, dann geht's mal gut. 70er Jahre Fernsehkult. Meine Frau kann keine... War für die Leute eine Riesenüberraschung. Und da es positiv ausgegangen ist, war es natürlich, bin ich dann nur noch ein Stück höher gewandert. Sie waren? Ein Stück Umfeld, der Vorhang fällt runter, der Direktor geht raus und sagt, nicht, dass Sie irgendetwas anderes von Herrn Juncker denken, er kann sich leider nicht mehr verbeugen, er ist gerade verstorben. Wo mir denn der Klingenberg mal gesagt hat, das muss man mit dir inszenieren und du darfst gar nicht sterben. Du willst auch gar nicht sterben. Du willst ja hören, wie die Leute reagieren, ob es ein stummes Aufstehen gibt. Es nicht als Krankheit ansieht, das habe ich dann Gott sei Dank selber, als weil es immer häufiger wurde, diese Alkoholsucht, dass ich gesagt habe, so jetzt muss ich mal da raus und muss jetzt mal zu einem Arzt gehen. Und auf Empfehlung bin ich dann zu dem berühmten Professor Kielholz nach Basel gefahren. Der hat mich untersucht, hat meine Gehirnströme gemessen, hat gesagt, Herr Juncke, Ihre Gehirnströme, wir haben die gemessen, das jumpelt da umeinander. Normalerweise ist eine Kurve so, bei Ihnen geht das so, nicht wahr? Ich werde Ihnen was sagen, Sie sind im Grunde kein Alkoholiker, Sie sind da ein bisschen verrückt. Ich könnte natürlich dagegen was machen, nur dann würde unter Umständen auch Ihr Talent darunter leiden und das wollen wir doch beide nicht. Ja, ich habe wieder getrunken. Komm! Volles Risiko gehen. Mit meiner Frau kann ich gar nicht sprechen, die spricht nicht mit mir. Sie sagte, ich hätte wie ein Besenbinder getrunken. Champagner mit
Wodka dazu. Haut mich nicht um. Nach einem erneuten Rückfall im Sommer 2000 kam selbst Stehaufmann Junke nicht mehr auf die Beine. Wer von mir sagt, der ist verloren, dann steh ich auf und beginn wieder von vorn. Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts. Dezember 2001 landete der demenzkranke Star im Pflegeheim. Geistig umnachtet und aufgegeben. Ein Star. Was ist ein Star? Wie eine Live-Vorstellung vergängliche Kunst ist, ist ein Star eine vergängliche Illusion. Er lebt nur in der Erinnerung derer, die ihn gesehen haben, und er stirbt mit ihnen. Er wird auf Händen getragen, kann aber schon in der nächsten Sekunde auf die Nase fallen. Er ist unsicher, egozentrisch, tyrannisch. Liebe bitte. Ist das Mikro richtig eingestellt? Stimmt die Musik? Hey, was fällt den Musikern da ein, Wasser herumzureichen, während ich singe? Ein Star ist der Hans Wurst, der alles tut, um Publikum zu bekommen. Und er ist das Genie, wenn es ihm gelingt. Die Leute lieben mich ja. Und sie fassen mich an und sie sagen, und wir brauchen sie noch, zum Beispiel in Wien gerade eine Wienerin gesagt, wir brauchen sie mindestens noch 20 Jahre. Ja. Herr Juncker hat auch gesagt, 20 kann ich nicht mehr versprechen, aber 10 kann ich versprechen. Und so. Das ist auch, sie machen sich Sorge, nicht? Sie sind, also, es ist eine ganz starke Verbindung. Und daher erkläre ich auch, also auch natürlich mit dem, was man so gelernt hat und was man von sich gibt. Aber es hat auch viel mit den Einschaltquoten doch zu tun. Wenn Sie für einen Trinker 8 Millionen Zuschauer kriegen, dann ist das enorm. Weil beide Intendanten, sowohl von ZDF wie ARD, haben gesagt, was will er denn nun jetzt den Trinker spielen und so. Ja. Mit seiner letzten Bühnenrolle konnte Junke noch einmal groß auftrumpfen. Auf allerhöchsten Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs habe ich den Auftrag, Sie zu verhaften. Ich habe den Auftrag, Sie auf die neue Wache nach Berlin zu bringen. Waren Sie fertig? Noch viele Rollen wollte er spielen. Trotz aller Rückschläge, nie Ironie, seine Darstellung des Schuster Vogt. Ich kriege doch keine Arbeit, wenn ich keine Meldung habe, wenn ich eine Anmeldung habe. Alter, wenn du ein Ding drehst, so ein Ding, ja, dann musst du den Kopf dafür haben und den hast du nicht. Da muss man ganz genau wissen, was man da macht, verstehst du? Also ich wüsste ja aber. Fototermin am Vorabend seines 70. Geburtstags im Garten einer Villa in Berlin-Grunewald, am Rande von Dreharbeiten. Mal wieder genesen von einem seiner Alkoholexzesse, präsentiert sich der Jubilar selbstbewusst mit Hut, Hund und Zigarre. Na, Moment. Die schlechten Nachrichten habe ich ja selber produziert, da konnte ja nicht dran vorbeigehen. Manches war nicht sehr fair, was man dann geschrieben hat. Aber jetzt steht mir natürlich die Tür offen und ohne Alkohol bin ich überhaupt nicht zu schlagen. Nicht? Also wir haben jetzt viele Leute gesagt, wer ist da sowieso, wen haben wir denn nun noch? Neulich habe ich Mario Adorf getroffen, naja, der nimmt die italienische Seite und ich die deutsche. Sonst haben wir doch in dem Alter keinen. Und ich finde dieses Altersfachen, das ich jetzt eingestiegen bin, Hauptmann von Köpenick und alles, was wir da gespielt haben, vor, eben vor Sonnenuntergang, das ist ja, da gibt es eine Fülle, das schaffe ich ja gar nicht. Abgeschottet von der Presse feiert Junke seinen 70. Er, der sonst nur allzu gern sein Privatleben als der erste Trinker des Landes öffentlich inszenierte, stellt sich nur zögernd den Kameras. Einer der letzten Auftritte des Stars vor seinem endgültigen künstlerischen Abschied. Haben Sie gedient? Jawohl. Ich bin Oberleutnant der Reserve. Da wissen Sie doch, dass jeder Widerstand zwecklos ist. Ich habe Befehl. Ich meine, da muss man tot sein, dann können Sie es machen. Außerdem wurde mir gesagt, einen Junke finden, der jetzt 20, 21 ist, wie ich anfing. Und dann das alles nochmal durchspielen. Und da warnte mich mein Professor davor, sagte, Sie müssen ja die Abstürze spielen. Und wie ich Sie kenne, spielen Sie dann die natürlich ganz genauso. Und da kann dann was passieren. Das lassen wir mal weg. Weiter geht's, Tag aus, Tag ein, immer auf Achse. Die Fahne hinter uns her. Ciao. München, auf dem Weg zu Thomas Gottschalk. Ja, Moment. Aha. Oh, grüß dich. Grüß dich.
Na, lass doch. Lass. Du hast schon das Ende dran gehabt. Schön, dass du da bist. Ja, na klar. Ja? Also du weißt, wir werden wieder den Teppich ausrollen. Ja, mit der zur Kasse, dann in die Maske. Hat jemand drin in der Kasse? Dann können wir nicht rein. Aber das dauert nur eine Minute, weil das schon 15 Minuten. Aber die geht noch nicht. Sie hat vielleicht das ganze Geld weg jetzt. Nee? Als wir Junke auf dem Weg zur Kasse gefilmt haben, gab es Einwände. Es könne Herrn Junke fragwürdig erscheinen lassen, wenn man drehe, wie er seinen Scheck abholt. Harald Junke war der anderer Meinung. Alle sollen sehen, dass ich hier nichts umsonst mache. Junke macht viel und Junke macht kaum was umsonst. Im Durchschnitt arbeitet er bis zu 25 Tage im Monat. Oft sind es 2, 3 Termine am Tag. Urlaub, so sagen Kenner, hat er noch nie gemacht. Wird, dann kann man ja ungefähr ausrechnen, wie viel Zeit man ungefähr noch hat. Erstmal das und das. Das Schlimme ist daran, dass ich, wenn man mir eine gute Sache anbietet und ich die eigentlich ja nicht machen kann, ich kriege sie irgendwie noch unter. Wo Junke dabei ist, gibt es immer auch Zaungäste. Er genießt das beiläufig. Wieder Dreharbeiten an der neuen Fernsehserie. Ein enormes Pensum für einen Mann, der 65 wird, ein Alter, in dem andere in den Ruhestand gehen. Bis dahin geht's erstmal. Mit dem Junke zu drehen ist ein Glücksfall. Macht Spaß? Ja. Wie? Warum? Warum freuen Sie sich so? Ja, wir sind 2 Kinder. Er ist ein Kind und ein großes Kind und ich bin noch ein paar Jahre älter, bin aber noch genauso ein Kind.